Jetzt freue ich mich auf Joachim Kottmann, der war schon mal da bei der Schreibmaschine. Und das ist etwas, was eigentlich sehr schön ist, was wir auch öfter haben, dass Menschen nicht nur wiederkommen mit neuen Stoffen, sondern auch mit einem und demselben Stoff, den sie in der Zwischenzeit weiterentwickelt haben. Und das hat er getan. Also 2018 war das dabei in Berlin mit seiner ganzen Gruppe und also mit verschiedenen Darstellern ist er angereist extra und hat sein Stück Socken im Kühlschrank da zum ersten Mal präsentiert. Und seitdem hat er mir eben erzählt, ist viel passiert. Es ist weiterentwickelt worden bis zu abendfüllender Reife und auch aufgeführt worden in den ersten Tryouts in Gummersbach. Richtig, oder? Ja, richtig. Gummersbach. Und da ist Joachim Kottmann schon viele Jahre unterwegs und hat auch schon mehrere Musicals auf die Bühne gebracht. Dieses Stück, wie gesagt, jetzt zum ersten Mal, ich glaube 2019, und dann kam dieser dumme Virus dazwischen. Jetzt hat er die Gelegenheit, hier in Köln 15 Minuten zu zeigen. Und es ist etwas Besonderes, ein Stück über das Thema Demenz. Und er weiß, wovon er schreibt, denn er leitet einen Chor mit Demenzkranken. Und ich glaube, jetzt höre ich mal auf zu reden, denn den Rest kann er Ihnen selber erzählen. Und Sie werden es hören. Socken im Kühlschrank von Joachim Kottmann, präsentiert von Dominik Blumberg, Peter Ewen, Ramona Ewen, Martin Klausmeier, Joachim Kottmann, Peter Kröner, Svenja Schuster und Eike Steen. Viel Spaß! Socken im Kühlschrank, das Dementikel. Dass etwas mit Liese nicht stimmt, fällt Tochter Birgit und Schwiegersohn Jürgen zum ersten Mal in der Weihnachtszeit auf, als sie den Weihnachtseinkauf nicht hinbekommt, weil sich im Supermarkt immer die Regale vertanzen. Als dann das Fest naht, wird Liese wie in jedem Jahr von den Enkelinnen gebeten, ihr Lieblingsweihnachtsgedicht aufzusagen. Von draus, vom Walde, da komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf die Tannenspitzen sah ich schöne Blitze blitzen. Oder leuchten? Oder waren die golden? Ach, jetzt mach doch keinen Quatsch, Mutter. Wir haben doch Weihnachten. Es ist echt verdreht. Ich komm nicht rein. Es fühlt sich an, als wäre ich im falschen Text. Ich weiß, da müsste noch was sein. Doch die Tür geht nicht auf. Der Weg ist wie verhext. Ich rüttel an Türen, versuch die Schlösser aufzubiegen. Doch meine Kraft lässt langsam nach. Ich weiß die Krankheit, die wir ziegen. Manchmal leuchten die Gedanken, als wären sie zum Greifen nah. Doch dann zieht plötzlich Nebel auf und nichts ist mehr mir klar. Gedanken eingesperrt, Erinnerung manipuliert, Angst zu versagen. Jede Zeit, immer hagelt es Kritik. Ich bin nicht mehr in mir zu Haus. Ich sehne mich nach Geborgenheit. Ich rüttel an Türen, versuch die Schlösser aufzubiegen. Doch meine Kraft lässt langsam nach. Ich weiß, die Krankheit, die wird siegen. Manchmal leuchten die Gedanken, als wären sie zum Greifen nah. Doch dann zieht plötzlich Nebel auf und nichts ist mehr mir klar. Ich rüttel an Türen. Demenz. Was passiert da im Kopf? Was heißt das für den demenziell Veränderten und wie fühlt sich das an? Gereizt hat mich von Anfang an vor allem mit den Möglichkeiten des Musiktheaters hinter die Kulissen von Oma Liese zu schauen. Dazu brauchte ich eine kundige Erzählerin. Sie wohnt direkt in Lieses Kopf und ist ein winziges Eiweißteilchen, welches für die Demenz allerdings eine wesentliche Mitverantwortung trägt. Sehr geehrtes Publikum, jetzt wäre es wohl Zeit, Ihnen endlich zu erklären, wer ich bin und was mich treibt, warum ich mich hier bewege, ohne dass mich jemand sieht. Wieso gerade ich Ihnen erzähle, was geschieht? Ich bin
bin Amy Lloyd Beta. Eigentlich bin ich sehr klein. In der richtigen Größe passe ich leicht in Lisas Hirn hinein. Doch ein winziges Enzym, das würde sie nur irritieren. Darum musste ich mich als Erzähler personifizieren. So kann ich nebenbei auch noch das Bühnenbild verschieben. Und sie lernen mich dann schon noch kennen oder lieben. Normalerweise stehe ich für den Austausch von Gedanken, verkuppel Proteine und vernetze Nervenranken. Das Fernsehen war schon hier und in der Zeitung schreiben sie im Theater. Alter spielt ein extra starkes, mega kluges, lebensfrohes, fesches, nettes, medizinisch anerkanntes und adrettes, absolut nicht altes, aber mitteilsames, hochbegabtes, superkalifragilistisch, cooles, frisches, angesagtes, kurz, ein unerkanntes Genie. Ja, ich ziehe die Strippen und ich führe Regie. Amy Lloyd Beta? Ja, Herr Doktor? Gewissermaßen persönlich? So ist es. Ich und Frau Lehmann, wir sind wie siamesische Zwillinge. Fest verbunden. Frau Lehmann und ich. Was denn Sie auch? Nein, es muss heißen Frau Lehmann und ich. Ah. Na, sagen Sie, Frau Lehmann, stimmt das, was Frau Beta sagt? Lloyd Beta. Ja, wenn sie es doch sagt, klar, wir brauchen uns gegenseitig. Sie ist mir eine große Hilfe, denke ich. So, so. Also, werte Frau Lehmann und Frau Lloyd Beta, jetzt verrate ich Ihnen mal, wer oder was Amy Lloyd Beta wirklich ist. Erregende Kontakte zwischen Nervenzellen enden nicht direkt an den empfangenden Empfängerzellen wenden, denn sie enden an Antennen namens dendritische Dornen, die uns Menschen zu Ideen und Gedanken anspornen. Bei der Alzheimer-Erkrankung kann man mikroskopisch sehen, wie die Dornen sich verringern, doch man konnte es nie verstehen. Jetzt spricht einiges dafür, dass kleine Eiweißteilchen sich zusammentun und einfach für ein kleines Weilchen alle Informationsweitergabe damit unterbinden, weil sie Informationsweitergabe überflüssig finden. Kleinfaulen Teilchen werden dabei immer mehr und so geht mit dem Gedankendenken bald schon gar nichts mehr. Diese Eiweißteilchen nennt man so wie Sie, Amy Lloyd Beta. Sie sind also Täter und nicht nur Erzähler. Doch die kleinen Teilchen haben was ganz Wichtiges verpasst, denn sie sägen immer weiter am eigenen Ast. Eine Situation ist für Angehörige von dementiell veränderten Menschen ein schierer Albtraum. Wenn dieser geliebte Mensch nämlich auf einmal verschwindet. Lise fühlt sich nicht mehr zu Hause und zieht los, um danach zu suchen. Die Tür war halt offen. Jürgen und Birgit schalten die Polizei ein und warten verzweifelt bis in die Nacht. Gleichzeitig sieht man Lise und Lise glücklich und zufrieden auf einer Parkbank sitzen. Neben sich sieht sie ihren Mann Karl, den alle immer als verstorben bezeichnen. Ich kann sie nicht lassen, sie bedeutet mir zu viel. Ich würde mich hassen, nach dem, was sie für mich getan hat. Sie fing mich auf, als ich stürzte und fiel. Danach verlor ich jedes Ziel. Nun sitzen wir hier bei Neonlicht mitten in der Nacht. Und ich weiß genau, wie schwer das für dich ist. Ich kann dir auch nicht sagen, was das mit uns macht. Aber ich sehe, dass du nicht anders kannst. Geben wir sie in ein Heim mit der Betreuung, die sie braucht. Oder kämpfen wir zusammen diesen aussichtslosen Kampf, der
unseren Urlaub in den Bergen. Ich weiß es noch genau. Wir durchkletterten die Felswand und du wurdest meine Frau. Wir haben uns gleich dort getraut, das Ja-Wort uns zu geben. Und kletterten dann weiter durch unser halbes Leben. Die Seilschaft hat gehalten, jetzt stehen wir hier und schauen uns an. Nur dass ich in dem Zustand nicht mehr klettern kann. Ich seh uns über Felder gehen, lang ersehnten Frieden fühlen. Durch tiefe Täler, dunkle Zeiten und auf Marmorklippen stehen. Sind wir stark genug? Wer bin ich und wer bist du? Können wir das schaffen? Wie ein Leben nur im Jetzt. Ich weiß es langsam selbst nicht mehr. Der Kampf ist aussichtslos. Wir sind Erinnerung. Was ist selbst? Bist du noch da? Doch werden wir zusammenstehen. Ohne dich wird jede Seele. Es dreht sich alles viel zu schnell. Ich gab dir mein Versprechen. Wenn die Erinnerungen schwinden, für dich da zu sein, schwindet auch der Schlüssel zu und das halte ich, erneuere das Band. Ich reiche dir meine helfende Hand. Geben wir sie in ein Heim, mit der Betreuung, die sie braucht. Oder kämpfen wir zusammen diesen aussichtslosen Kampf, der uns an unsere Grenzen führt. Tiefe Täler, dunkle Zeiten. Und auf Marmorklippen steht Geborgenheit garantiert. Gestatten Reichmanns vom Rheinlichen Kommunalversicherungsverbund, kurz RKVVB. Guten Tag, die Herrschaften. Wir hatten ja schon das Vergnügen, Herr Bühlmann. Ich möchte Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin persönlich erläutern, warum ich in Absprache mit meinem Arbeitgeber, dem Rheinlichen Kommunalversicherungsverbund, kurz RKVVB, die Teilnahme von an Demenz erkrankten Menschen an Seniorenchören für nicht tragbar erachte. Stellen Sie sich vor, ihre Mutter müsste plötzlich mal wohin. Sie findet doch den Weg nicht mehr zurück mit ihrem kranken Hirn. Sie nimmt vielleicht den kurzen Weg und läuft durch eine Scheibe. Die geht komplett zu Bruch und zerbirst in tausend Teile. Die anderen kriegen Panik, wollen schnell zu Hilfe eilen, womit sie nur die Glassplitter in ihren Schuhen verteilen. Beim Aufstehen ruft noch jemand ein paar Kabel aus der Wand. Der Strom fällt aus, das Licht erlischt. Der letzte Sänger, der noch stand, fährt schnurstracks mit Rollator über den Bühnenrand. Singen ist gefährlich. Singen ist gefährlich. Kleine Anmerkung zur Ironie der Geschichte. Dieser Part wurde natürlich lange vor Corona geschrieben. Damals kam es mir aber noch sehr abwegig vor, dass ein Versicherungsexperte den Chorbesuch für demenziell veränderte Menschen für nicht versicherbar hielt. Doch weiter. Demente werden böse und haben sich dann nicht im Griff. Der Charakter ändert sich auf jedem sinkenden Schiff. Sie schlagen um sich, treffen irgendwas und irgendwen. Sie müssen zahlen, weil Versicherungen einen Haftungsausschluss sehen. Die allerbesten Reden werden ihnen nichts mehr nützen. Davor will ich sie in bester Absicht nur beschützen. Drum sag ich ihnen frank und frei und meine es ganz ehrlich. Singen ist für ältere Menschen einfach zu gefährlich. Singen ist gefährlich. Singen ist gefährlich. Ah,
Als die beiden Enkelinnen durch den Stadtpark laufen, entdecken sie dort ihre Oma, die gerade ganz versunken ist in die Betrachtung einer dort stehenden Skulptur. Die Enkelinnen sind es dann auch, die mit ihrer kindlichen Beobachtungsgabe feststellen, dass bei Oma Liese sich viele Dinge einfach rückwärts entwickeln und dass das ja gar nicht so schlimm ist, da sie dann ja fast gerade gleich alt wären. Mit dem Entschluss, Lieses Ideen zukünftig etwas spielerischer ernst zu nehmen, bringen sie ihre Oma heim. Oder bringt Oma Liese ihre Enkeltöchter heim? Eben war der Weg noch klar, jetzt ist sie plötzlich nicht mehr da. Nicht zu finden im Gehirn, muss die Gedanken erst entwirren. Wenn du den Weg nach Haus nicht findest und das Zuhause dir im Kopf entschwindet, dann fühlst du dich, als ob du langsam auch dein Ich verlierst und du fürchtest, irgendwann fällt auch der Heimweg zu dir selbst. Heimweg, wir sind zusammen auf dem Heimweg. Und wenn der Weg dir aus dem Weg geht, zusammen schaffen wir das. Zusammen schaffen wir das. Zusammen schaffen wir den Heimweg. Wir sind zusammen auf dem Heimweg. Und wenn der Weg dir aus dem Weg geht und der Wind Wind und die Richtung sich im Kopf dreht, ins Gesicht, gehen wir den Gefühlen nach. Sockel im Kühlschrank, meine Damen und Herren. Vielen Dank an Dominik Blumberg, Peter Even, Ramona Even, Martin Klausmeier, Joachim Kottmann, Peter Gröner, Svenja Schuster und Eike Steen. In einem Stück Musik, Liedtexte und Buch von Joachim Kottmann. Ja, vielen Dank. Vielleicht bald nochmal bei der Schreibmaschine in einer Weiterentwicklung. Ansonsten gibt es das Stück ja, wie gesagt, schon. Achten Sie drauf. Ich glaube, er weiß im Moment selber noch nicht, wie wir alle, wann wir wieder abendfüllende Musicals zeigen können.